Vielleicht möchtest du deinen oder deine Ex zurückgewinnen. Vielleicht hast du eine Trennung hinter dir und möchtest es das nächste Mal einfach besser machen. Vielleicht auch beides. In diesem Video erfährst du meine 7 besten Tipps, damit eine Beziehung nicht oder auch nicht wieder scheitert. Und tatsächlich haben sich dieses Thema bei unserer letzten Umfrage 42% gewünscht. Ich bin Lena, Beziehungscoach und Paarberaterin bei Szenario 2 und ich würde sagen, werfen wir uns gleich so richtig in die Materie rein und kommen zu Tipp Nummer 1, damit eine Beziehung nicht wieder scheitert, nämlich aktiv nachfragen. Gehe nicht davon aus, dass dein Partner, deine Partnerin sich meldet, wenn was nicht passt. Gute Beziehungen funktionieren dann, wenn man vorwegnimmt, dass vielleicht was nicht passt und selber aktiv wird. Also selber nachfragt, ob alles in Ordnung ist, ob man sich da nur was einbildet oder ob da tatsächlich was dran ist, wenn man ein ungutes Gefühl hat. Im Coaching erlebe ich es nämlich immer wieder, dass sich das so in beide Richtungen quasi enthebelt, weil einer wird am Ende immer sagen, warum hast du denn nichts gesagt? Du hättest nur was sagen müssen und ich hätte alles geändert. Die andere Seite wiederum, die wird immer sagen, warum hast du nicht einfach gefragt? Du hättest nur fragen müssen, dann hätte ich es dir ja eh gesagt. Das heißt, da bilden sich dann quasi so zwei Fronten, die sich gegenseitig enthebeln und es ist alles verhärtet und da geht dann nichts weiter, wenn jeder bei der Position stehen bleibt. Es geht also immer darum, dem Partner aktiv zu begegnen und aktiv nachzufragen. Sozusagen immer wieder mal so nachzureflektieren, wo beide stehen in der Beziehung. Tipp Nummer 2, damit die Beziehung nicht scheitert, ist für Entwicklung in der Beziehung zu sorgen. Der Mensch ist ein Wesen, welches immer wachsen und sich entwickeln will. Es muss also immer irgendwie weitergehen und das trifft auch auf Beziehungen zu. Wenn es in der Beziehung keine Entwicklung gibt, dann zerbricht sie auf kurz oder lange. Was kann also so eine Entwicklung für eine Beziehung sein? Im klassischen Sinne gibt es so einige Schritte im Außen, die man gehen kann gemeinsam. Die Heirat, Kinder zu bekommen, sie aufzuziehen gemeinsam, ein Haus zu bauen zum Beispiel. Ja. Darüber hinaus gibt es aber noch ganz viele andere wichtige Entwicklungsschritte, die gehen dann in die Tiefe. Zum Beispiel sich immer noch besser aufeinander einzulassen, auch wenn man schon lang benannt ist, sich immer noch weiter kennenzulernen. Man könnte auch so Akzente setzen, wie zum Beispiel eine gemeinsame Ausbildung zu machen, damit man sich dann gegenseitig massieren kann. Man kann gemeinsam einen Garten pflegen oder die Welt erkunden, eine Reise machen. Es muss aber in jedem Fall immer irgendetwas sein, wo man Neues über sich selbst und auch Neues über den anderen lernt. Also eine Art Projekt zu haben. Das heißt nämlich, wenn es nichts gibt, was die Beziehung jetzt zusammenzieht und den Fokus auf die Beziehung lenkt, dann wird die Beziehung langfristig dann auseinandergezogen werden und auch die Gefühle werden auf Dauer nicht in der Beziehung bestehen bleiben. Tipp Nummer 3, damit eine Beziehung nicht scheitert, ist es, die Probleme nicht unter den Tisch fallen zu lassen. Es wird in einer Beziehung immer irgendwas geben, was nicht so gut läuft. Und wo man selbst gern hält, dass das ein bisschen anders wird. Da gibt es kleinere und größere Konflikte mit dem Partner. Und eins ist dabei ganz wichtig, dass man die dann nicht unter den Teppich kehrt und ignoriert und so tut, als würde eh alles passen, sondern es ist wichtig, dass man das aktiv anspricht und auch gemeinsam nach einer Lösung sucht. Im Coaching höre ich dann oft so von Klienten, dass sie sagen, naja, ich habe mir gedacht, das wird eh schon wieder werden und dann plötzlich bin ich verlassen worden. Und weil es eben in der Regel nicht auf eine magische Art und Weise wieder wird, sondern dann eher in die andere Richtung geht, dass der Partner dann frustriert ist und dass das irgendwann dann so von innen heraus nagt und dann zu einem größeren Konflikt wird und dann eben zu einer Trennung kommt. Idealerweise lässt man es gar nicht erst so weit kommen, denn Ex zurückgewinnen ist immer schwerer als eine bestehende Beziehungskrise zu lösen, wenn man eben noch benannt ist. Wenn die Trennung bei dir aber schon passiert ist, dann schau dir hier oben Stefans Ex zurück Crashkurs an. Da erklärt er dir in 7 Videos die Basics, wie du die Trennung rückgängig machen kannst und deinen oder deine Ex zurückgewinnen kannst. Das heißt jetzt aber nicht, dass man immer alles sofort auf der Stelle erklären muss. Klar, manche Dinge brauchen ihre Zeit und brauchen auch Zeit, um sich zu entwickeln, zu entfalten, zu einer Lösung zu kommen.
Aber es soll eben nicht so sein, dass man gewisse Dinge dann immer ewig in den Untergrund schiebt. Denn das ist es, was dann ein sehr nachhaltiger Weg eigentlich ist, wie die Gefühle aus der Beziehung verschwinden können. Der nächste Tipp ist, eigene Empfindungen besser auszudrücken. Ich empfehle meinen Klientinnen und Klienten immer wieder, kreativer zu werden im Ausdruck der eigenen Gefühle. Denn man will ja, dass Gefühle die Beziehung bestimmen, man will die Gefühle in die Beziehung bringen und Gefühle sind auch das, was eine Beziehung ausmacht. Die Gefühle sind auch das, was es gilt zu bewahren in der Beziehung. Auf die muss man richtig aufpassen sozusagen. Denn der Trennungsgrund, der Ex hat keine Gefühle mehr, das kommt einfach wirklich sehr, sehr oft vor. Die Frage ist dann also, wenn der Partner fragt, wie geht's, dann sagt man am besten nicht einfach nur was Statisches drauf, wie zum Beispiel gut oder schlecht, sondern man kann sagen, ich bin gerade echt motiviert, irgendwas begeistert mich gerade, weil bla bla bla. Oder zum Beispiel, ich bin gerade sehr nachdenklich, weil bla bla bla. Und hör mal da richtig auch auf das Weil, nämlich begründe, warum du dich so fühlst. Begründe deine Emotionen. Das macht es dann für deinen Partner umso leichter mitzufühlen und auch in deine Gefühlswelt einzutauchen. Genauso kannst du es auch machen, wenn ihr einen Film auf Netflix oder so geschaut habt. Wenn deinen Partner fragt, wie hat dir der Film gefallen, bleib weit, weit weg von gut oder schlecht, sondern sag irgend sowas wie, der Film hat mich traurig gestimmt, hat mich fröhlich gestimmt, weil, und erzähl dann darüber, was das mit dir im Inneren auch gemacht hat. Jetzt wird es vermutlich so sein, dass dein Partner diesen super effektiven Hack nicht kennen wird. Und es wäre jetzt dann natürlich auch blöd, weil dann wird es erst recht wieder nicht gut funktionieren, dass er da ins Gefühle kommunizieren kommt. Aber auch dafür habe ich was für dich. Wenn dein Partner jetzt natürlich sehr einsilbig antwortet, zum Beispiel mit gut oder schlecht oder weiß nicht und so weiter, ja, dann kannst du einfach nachfragen, ja, warum gefällt dir gut? Was hat dir am besten gefallen? Was war das Highlight davon? Oder was regt dich am meisten auf? Wie geht's dir gerade damit? Ja, also geh ruhig in die Fragestellungen dann hinein und frag ein bisschen nach und lern den Partner neu kennen in diesem Punkt. Kommen wir jetzt hier im Video weiter zu Tipp Nummer 5, nämlich konstruktiv miteinander sprechen. Ich weiß, das klingt jetzt nach einem absoluten No-Brainer, aber glaub mir, ich spreche jeden Tag mit Menschen, die zu mir kommen, weil die Beziehung nicht mehr funktioniert oder sogar schon zerbrochen ist. Und da kriege ich dann immer einen guten Einblick, warum die Beziehungen scheitern und warum auch die Gefühle weggehen. Und da spielt immer Kommunikation eine tragende Rolle. Wir haben in dem Video bis zu diesem Punkt ja jetzt eh schon ein bisschen was dazu gehabt, nämlich aktiv nachfragen, aktiv die Dinge ansprechen. Aber es soll nicht nur aktiv sein, sondern auch konstruktiv. Was heißt konstruktiv hier? Man könnte es auch so formulieren mit der Frage, wie kann es gut weitergehen? Dass man das immer ein bisschen im Kopf behält. Es geht ja darum, einen Dialog zu forcieren, miteinander zu sprechen und das nicht einer so im Monolog so vor sich hin tut. Darum geht es nicht. Und da gibt es ein paar Dinge, die dir dabei helfen können. Das eine wäre, keine Verallgemeinerungen zu verwenden. Das heißt, bleib weg von immer, nie und so weiter. Das nächste wäre, versuch nicht, den anderen so fest zu nageln und nagel auch dich selber nicht fest mit so Aussagen wie, du bist so und so, ich bin so und so. Alleine auch schon das, mir geht's gut, mir geht's schlecht, wäre ja eigentlich ein Festnageln. Aber Menschen wir sind eher an Prozessen interessiert. Warum geht's dir schlecht und wie geht's dir vielleicht morgen damit? Was unternimmst du diesbezüglich? Geh also da ein bisschen rein. So und so ist das entstanden, so ist es jetzt, dies und das werde ich tun. Bring so die Dynamik ein bisschen rein und sprich einfach darüber, wie es dir geht. Geh also in den Dialog damit und bleib nicht bei so einem einseitigen Statement einfach stehen. Wichtig ist es auch, keine Mauern zu bilden und da abzublocken. Wenn du das Gefühl hast, dass das die Situation für dich gerade nicht passt, dann ist es natürlich okay zu gehen, wie ich auch schon gesagt habe, man muss nicht alles jetzt sofort auf der Stelle lösen. Aber informiere den anderen und baue da jetzt keine Mauer, indem du einfach gehst oder schweigst und den anderen ignorierst. Sag's einfach, das passt für mich jetzt nicht mehr, ich brauche ein bisschen Freiraum, ich gehe jetzt
ein andermal reden wir darüber wieder weiter. Das ist natürlich okay. Und ganz klar, bleib weg von Anschuldigungen, von Vorwürfen und versuch auch nicht, deinem Partner irgendwie so unterschwellig da was reinzudrücken. Ein bisschen mehr zu dem Thema Paarkommunikation und auch wie man eine harmonische Beziehung aufbaut, das erklärt der Stefan übrigens in diesem Video hier oben. Da spricht er insbesondere über die Technik der aktiven, konstruktiven Kommunikation, die ich meinen Klienten im Coaching auch sehr oft beibringe, damit sie einfach besser ins Reden kommen miteinander. Und damit wird es Zeit für Tipp Nummer 6, damit die Liebe in der Beziehung bleibt und die nicht wieder scheitert, nämlich positive gemeinsame Momente zu schaffen. Ein großes Kernelement von Liebe sind gute Gefühle in der Beziehung. Das bringt auch John Gottman mit seinem 5:1 Koeffizienten zum Ausdruck, wonach ja das Paar 5-mal so viel schöne als nicht so schöne Momente erleben sollte. Und auch Barbara Fredrickson gibt diese Positive Moment of Resonance als ein Kernelement von Liebe an. Und das heißt jetzt für dich, dass es darum geht, bewusst Quality Time miteinander zu schaffen. Ohne Quality Time gehen in der Beziehung die Gefühle aus von meiner Erfahrung her dann oft einfach weg und das Ganze endet in einer Trennung. Ein Tipp von mir für so Quality Time ist es, Aktivitäten zu suchen, die Spaß machen, wo man viel lacht, wo der Humor auch wohnen kann. Weil wenn dann der Alltag immer kommt und die Arbeit da ist und tägliche Verpflichtungen dann Überhand nehmen, dann geht sozusagen diese kreative Energie von der Beziehung verloren, die wird aufgefressen vom Alltag und dann ist man irgendwie gefangen in den gleichen langweiligen Routinen jeden Tag. Und dann passiert genau das, dass die Gefühle weniger werden. Also was du unbedingt dagegen tun solltest, ist es, Aktivitäten zu finden, die euch beide Spaß machen. Das heißt, es sollte irgendwas Kooperatives sein. Nicht so, man jetzt miteinander irgendwie wetteifert, wer ist besser, wer ist schlechter und so weiter. Der Spaß und die Gemeinsamkeit soll einfach im Vordergrund stehen. Und der 7. Tipp, damit eine Beziehung nicht scheitert, ist, auf die Sexualität aufzupassen. Eine Sexualität zu finden, die für beide gut passt, ist ein wichtiger Bestandteil für eine Beziehung. Sexualität ist nicht das Einzige, aber eine jener Säulen, die Beziehung von Freundschaft unterscheidet. Und damit die Beziehung nicht wieder scheitert, ist es wichtig, von Anfang an da auch transparent mit der Sexualität zu sein und auch ein bisschen drüber zu sprechen. Ich höre oft von Frauen, dass sie sich zum Beispiel mehr so Zärtlichkeiten zwischendurch gewünscht hätten, Kuscheln, ein Küsschen aufgedrückt zu bekommen, eine kleine zärtliche Geste und so weiter. Und von Männern höre ich es ganz oft, dass sie sich einfach generell wünschten, es hätte mehr Sex gegeben. Und ich bringe da meinen Klienten und Klientinnen dann oft das Konzept vom gemeinsamen sexuellen Nenner bei. Das heißt also, sich auszumachen, welche sexuellen Praktiken leben wir gerade aus und was gibt es vielleicht, was wir noch nie ausprobiert haben, was uns auch nicht gefällt, da einfach ein bisschen Bewusstheit zu kriegen, dass es auch immer mehr gibt als das, was man sowieso gerade schon tut und darüber ein Gespräch zu führen. Das ist insbesondere dann wichtig, wenn du mit dem Ex wieder in eine Beziehung kommst. Denn bei der zweiten Beziehung, da sollte man jetzt nicht automatisch davon ausgehen, dass man denselben gemeinsamen sexuellen Nenner wieder besetzt. Es geht darum, bewusst nochmal anzusprechen, dass auch natürlich andere Dinge möglich wären, dass man Themen, die vielleicht früher tabu waren, mal enttabuisiert. Es geht ja in allen Aspekten darum, sich neu kennenzulernen. Nicht nur neu kennenzulernen mit der Sprache, sondern auch mit der Berührung. Und wenn es bei dir so ist, dass du gerade in der einen oder anderen Liebeskrise steckst, dass du nicht weiter weißt, wie du deinen Ex zurückgewinnen möchtest, oder wenn du generell ein bisschen festhängst, was so deine nächsten Schritte sein können, würde es mich freuen, mit dir im Coaching drüber zu sprechen. Den Link, wo du dir gleich einen Termin bei mir reservieren kannst, den findest du neben mir eingeblendet. Dann sage ich danke fürs Zuschauen, tschüss, baba, entweder bis gleich im Coaching oder sonst im nächsten Video von Szenario 2.